So, hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde. Ohne Intro geht es hier in-game sofort weiter. Ich habe es ja beim letzten Teil gesagt. Wir machen hier direkt an Ort und Stelle weiter. Und das tun wir jetzt an der Stelle auch. Es ist Resident Evil 2 immer noch. Es ist Teil Nummer 4. Und, boah, wir machen einfach weiter. Ah, ich glaube, jetzt brauchen wir bald die ganzen Stecker. Läuferturm und Springerstecker. Ich glaube, es ist bald soweit. Ich glaube, es ist bald soweit. Bin mir nicht mehr so ganz darüber im Klaren, ob es nur wirklich und wenn ja, warum. Ach ja, hier war auch wieder so ein Kistenwasserschiebedings, glaube ich. Später. Oder auch nicht. Ja, genau. Hier müssen die Stecker rein. Sieht aus wie eine Schalltafel, mit der man das Schloss öffnet. Die einzelnen Stecker sind beschrieben. Dose, Königstecker, Dose, Turmstecker, Dose, Läuferstecker und Dose, Springerstecker. Wir haben 3 und 4 müssen noch rein, also fehlt uns noch einer. Ada. Ada? I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. Ach, wirklich? It's a dead end. You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. Hauptsache Leggings. So, jetzt spielen wir als Ada. So, und sie hat eine Pistole und eine Foto. Ein Foto von Ada und John. Sehr gut. Hunde. Böse Hunde. Da geht's runter. Na, boah. Ich will erstmal hier gucken, ob da war noch irgendwas ist. Ach ja, hier war das Schiebedings, genau. Ja, hier müssen wir erstmal hier runter. Schwupp, schwupp, schwupp. So, was müssen wir noch mal machen? Genau, wir müssen uns hier eine Brücke bauen. Und dann mit dieser Schalltafel, die da oben war, lassen wir hier Wasser rein und dann können wir da rüberlaufen. Und ich glaube, sie findet dann den Stecker da und dann eine Karte. Oh. Ja. Wasser reinlassen. Ja. Aber haargenau passt das. Der Revier-Karo-Schlüssel. Juhu!
Der Köter, hässlicher Köter. Oh, Schrotmunition. Oh. Ach ja, und hier ist jetzt das, wo Dingens da vorhin war, der Leon von der anderen Seite, wo er meinte, ah, das ist für einen Menschen viel zu klein. Ja, im Chat fragt, ist es ein Speedrun? Nein, wir spielen hier ganz entspannt, wir nehmen Heilungssprays, wir speichern auch. Ja. Kein Speedrun. So, jetzt schmeißt sie das ganze Zeug da wieder durch die Ritze zurück und dann sagt, jö, ich komm schon irgendwie zurecht. Leon, hallo. Leon, can you hear me? Yeah. Ada, did you find anything? Right here. Jetzt schmeißt du erst den Schlüssel. Think fast. Here's one more. Ja, ja, dann wollte ich gerade sagen, dann schmeißt du noch was. Hier ist noch was hier. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. Ja, wir treffen uns dann später wieder, Schätzchen. Ada, wait! What? Ada, wait! Oh, ja, 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 ja. Nein, die Frauen warten. Höchst selten. Heb auf da, komm, husch! Ja, 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 komm, schnell aufheben, ja. Du, mach, ja, ja. So, jetzt können wir wieder zurück ins Polizeirevier gehen. Jetzt haben wir ja den Kreuzschlüssel, können die restlichen beiden Türen öffnen. Hallo. Guck, guck. Ja, ja, ich will, komm hoch. Was ich jetzt aber schon mal im Voraus sagen, wenn wir dann Resident Evil 3 Nemesis spielen, das... Also hier 1 und 2, das kann ich ja noch so gut wie auswendig. Ich kann fast alle Dialoge mitsprechen, ich kenne fast alle Rätsel noch auswendig da und so. Ich musste ein einziges Mal, musste ich ja was nachgucken beim ersten Teil bei diesem einen Dings, da bin ich ja nicht gleich drauf gekommen wieder. Bei Nemesis werde ich viel nachgucken müssen, beziehungsweise werde ich viel überlegen und vieles falsch machen, denke ich, weil Resident Evil 3 habe ich damals nie gehabt. Ich hatte mir das nur ausgeliehen mal von einem Kumpel und habe halt nicht wie Resident Evil 1 und 2 jedes Spiel bestimmt 20, 30 Mal durchgespielt. Resident Evil 3 habe ich nur ein oder zwei Mal durchgehabt. Was? Oh! Lad nach, Junge. Oh! Also, wie gesagt, Resi 3. Bei Code Veronica sieht das ähnlich aus. Das habe ich auch nur ein, zwei Mal durchgespielt. Aber das kann ich wieder etwas besser als Nemesis. Ja, und dann ab Resi 4, 5, 6, da braucht man ja nichts mehr groß. Da braucht man ja nur noch durchlaufen und ballern. Ja. Leider, leider. Da ist ja nichts mehr mit großartigen Rätseln und Schlüssel sammeln und kombinieren und verschieben und so. Das ist ja Schrott. Aber das wollen wir ja auch nicht spielen. So, hier ist jetzt, glaube ich, so ein Schlafräumchen. Da liegt so in so ein Doppelbett irgendwie ein Bericht oder so noch drauf, glaube ich. Irgendwie so war das. Ach nee, dann war das woanders. Okay. Ach nee, doch, es ist hier hinter. Ah, ja, ja, ja. Oh. Oh, die Magnum. Tagebuch des Wächters. Zum ersten Mal seit elendlanger Zeit hatte ich heute die Chance, mal wieder blauen Himmel zu sehen. Aber der Anblick konnte mich kaum aufhalten. Der Chef hat mich angepfiffen, dass ich oben an der Turmuhr meine Pflicht vernachlässigt hätte.
Da gibt es nur eins, was ich immer noch nicht verstehe. Es schien den Chef mehr zu stören, dass ich oben bei der Turmuhr war, als dass ich meine Pflicht vernachlässigt habe. Warum ist der Zugang nach da oben denn überhaupt untersagt worden? Ich habe vor kurzem mit dem alten Mann gesprochen, der da hinten im Klärwerk arbeitet. Sein Name ist Thomas. Er ist ein ruhiger Kerl und scheint sich nur für Schach zu begeistern. Er hat sogar ein ganz spezielles Schloss entworfen mit Schachfiguren als Schlüssel für eine der Türen im Klärwerk. Haha, das habe ich ja schon gefunden. Wir haben uns verabredet, morgen Abend mal eine kleine Runde Schach zu spielen. Ich bin wirklich neugierig, wie gut er wirklich ist. Was mich an ihm ziemlich stört, ist die Art, wie er sich dauernd überall kratzt. Hat er eine Hautkrankheit oder hat er sich einfach... Oder ist er einfach nur unhöflich? Uiuiui. Thomas ist ein viel besserer Spieler, als ich mir hätte träumen lassen. Ich habe mich selbst immer für einen ganz passablen Spieler gehalten, aber er hat mir eine recht gründliche Lektion in Bescheidenheit verpasst. Sein Appetit ist so etwa das Einzige, was so ungefähr an seine Schachkünste herankommt. Das ganze Spiel über hat der Kerl von nichts anderem geredet als vom Essen. Er hörte sich ganz gesund an, aber er sieht nicht gut aus. Ich frage mich ernsthaft, ob er nicht wirklich krank ist. So, ich wollte eigentlich noch ein Schachröntchen gegen Thomas spielen, aber wir mussten es abblasen, weil es ihm gar nicht gut ging. Er kam kurz vorbei, um mich zu besuchen, aber ich habe ihm gesagt, er soll sich lieber zu Hause ein wenig hinlegen, denn er sah wirklich aus wie eine wandelnde Leiche. Er behauptete steif und fest, es ging gut, aber ich konnte sehen, dass er wirklich Probleme hatte. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, mir selber geht es auch nicht so gut in letzter Zeit. Ja. Kehle und Magen sind herausgerissen. Ja, der Arme. Ja. Die Berichte darüber, wie sie sich halt gegenseitig hier, ne, abgewrackt sind. Shotgun-Munition, ja. Natürlich. Und überall Pin-Up-Fotos hier. Naja, ist ja auch eine Polizeistation, ist ja normal. So, hier ist nochmal, was nicht, Zeitungsstände. Ah, oh, noch ein Farbband. Oh ja. Haben wir genug von. So, jetzt können wir noch auf der anderen Seite da, an diesen Dingens da, wo der Vernehmungsraum war, glaube ich, da war noch diese eine Tür. Die wir mit dem Schlüssel öffnen können. Ja, was man halt nochmal sagen muss und was ich ja auch schon im ersten Teil beim Spielen gesagt habe, das LOD, also Level of Detail, wurde halt erheblich erhöht jetzt. Na, im Vergleich zum ersten Teil. Das sah auch schon ganz schlecht, nicht schlecht aus, ja, aber was halt hier überall das sieht, es sieht halt noch viel in Häkchen lebendiger aus, ja, der Schauplatz oder die Schauplätze. Ja, in manchen Räumen bei Resident Evil 1, da war es halt so Riesenraum, dann stand in einer Ecke dann ein Klavier und auf der anderen Seite ein Tisch und der Raum war ansonsten halt komplett leer, ja. Und das war halt nicht ganz so die große Kunst. Ja, und hier sieht alles schon sehr viel realistischer aus. Von der Ausstattung her. Sowas nennt man LOD, Level of Detail. Da haben sie also gehörig sich verbessert. Schlüssel ist noch nicht nutzlos. Was können wir denn sonst noch aufschließen damit? So, hier ist einmal noch wieder ein Film, den wir entwickeln können. Ah, da ist das Zahnrad. Ja, juhu! Den Film nehme ich aber nicht mit. Weil das ist nicht unbedingt wichtig. Da steht was auf dem Rad. Erleuchte Dame, König, Bube. Und der Wagen drückt auf die Tube. so. Ach hey, ist wieder so ein Schiebedings, glaube ich. Warte mal. Erleuchte Dame, König, Bube. Und der Wagen drückt auf die Tube. Sehr gut übersetzt. Hier ist wieder ein kleines Schalterrätsel, genau. Völlig verwirrt. Hier ist so ein Presseraum, wie man sieht. So, hier müssen wir erstmal ein Feuerchen machen, glaube ich. Die Zahl 11 ist hier eingeritzt. Wollen Sie den Hahn aufdrehen? Irgendwo... Völlig verwüstet. Ich weiß jetzt nicht mehr die Reihenfolge. Ich mache einfach mal 13.
oder einfach nur anmachen? Ah, jetzt gehen die nämlich wieder aus. Dann geht's da aus. Okay, machen wir mal hier zuerst. Nein, doch. Ach so, ja, warte mal, das... Ja. Dame, König, Bube und der Wagen drückt auf die Tube. Ja. Mit den Zahlen, das hat ja auch einen Wert, ne? König der Höchste, Dame Mittlere und dann der Bube den Niedrigsten. Ja, das war das Rätsel, genau. Idiot. So, jetzt können wir hochgehen in den Glockenturm und das Zahnrad einsetzen. Und dann geht neben dem Zahnrad da oben diese rote, schwere Metalltür auf. Ui. Ich überlege mir gerade, auf welchem Weg wir da hingehen, weil ich kurz noch dann zu einer Kiste wollte. Und vor allem, wo können wir den Schlüssel noch benutzen? Ja, da geht's hinten wieder hoch. Da. Ach, da hinten in den Autopsieraum können wir unten noch rein. Siehst du, das hätten wir auf dem Rückweg eigentlich machen müssen. Mal vergessen. Dann wäre der Schlüssel nämlich jetzt schon längst nicht mehr da. Ärgerlich. Ja, okay, dann gehen wir erst in den Autopsieraum und dann das Zahnrad wegbringen. Schnickschnack. Haben wir doch tatsächlich einen Raum vergessen, verdammte Scheiße! So. Ja, 50 Leute gucken zu, der Chat ist relativ still. Ja, ihr seid alle gespannt und gebannt. Aber genug Platz im Autopsieraum, war glaube ich eine Menge Munition und einen ganzen Shit noch drin, glaube ich. Da war ja auch, glaube ich, keine Kiste. Hier, ne? Ja. Ja, jetzt ist er nutzlos. Ja, ja, ja. Rote Keycard. Yeah. Boom. Gleich wieder hinlegen. Schläfchen machen. Ja, mach ruhig, kein Problem. Ist geil, oder? Wie das Oberteil da noch. Ah, oh Gott, ah.
Das ist doof, wenn das so ein bisschen ruckelig läuft, weil das inzwischen zwei Kameraperspektiven immer ist. Das ist immer ein bisschen doof gewesen. Okay. So, dann können wir jetzt ja, glaube ich, in die Waffenkammer gehen. Ja, das sind, glaube ich, auch so Sachen, die sind dann in diesen gekürzten deutschen Versionen nicht möglich gewesen. Leute auseinanderzuschießen und so, aber das gab's da alles nicht mehr. Der Kartenleser wieder Strom. Ja, dann nimm doch die Karte, Junge. Ein Maschinengewehr und eine Tasche. Mit einer Tasche kann ich mehr Gegenstände tragen. Was wählen Sie? Ich muss was nehmen. Das ist natürlich blöd. Ich will eigentlich gar nichts davon nehmen. Gut. Ach nee, man braucht es doch nicht. Oder nehmen wir doch was mit? Weil das Ding ist jetzt nämlich, das sage ich jetzt schon mal, für die, die es nicht wissen, man kommt mit Claire später hier, wenn man halt als Claire spielt, auch hier hin. Ja, und je nachdem, wenn ich jetzt das Maschinengewehr nehme, ist nur noch die Tasche übrig. Und wenn ich die Tasche nehme, ist das Maschinengewehr übrig. Ja, komm, wir nehmen die Tasche mit jetzt hier, komm. Oder? Ja, komm. Weil wir können das Maschinengewehr auch noch mitnehmen. Dann ist aber hinterher, glaube ich, nichts mehr dafür. Ein Maschinengewehr. Verwahre dich vielleicht doch lieber für Claire, sagt er. Oder? Nee, man kann nur eins nehmen. Okay. Oder nee, man kann es doch mitnehmen. Gut, wir nehmen es aber nicht mit. Ja, das ist ein Magazin mit so einer Prozentangabe, das Maschinengewehr. Geht voll ab so. Brauchen wir aber nicht. Die Tasche ist jetzt umgeschnallt. Haben wir die Keycard noch? Nee. Gut, dann können wir jetzt ja hochgehen und das Zahnrad einsetzen. Into the Clock Tower. Ja, du warst erst 12 am ersten Risi. Ja, wird sich gerade unterhalten im Chat. Ja, ich war auch 1996, 97, wo ich den ersten Teil gespielt habe. Ja, da war ich so 13, 14. Musste mit Mami in die Videothek gehen. Hier, leih mir mal Resident Evil aus. Ist gar nicht schlimm. Ja. Heutzutage als Jugendlicher mit, weiß ich nicht, 13, 14, da, wie gesagt, da bist du ja schon fast Vater und raubst alte Omas aus, ja. Früher mit 13, 14 hast du dir eingeschissen, wenn du im Nachts alleine oder mit Kumpels da in der Bude gesessen hast und Resident Evil gespielt hast. Oh, hallo. Oh, was? Ach, ist wieder verletzt. Der hält auch nix aus, die Lusche. Unten, ja, haufenweise Viecher durch. Wir haben kein Kabel gefunden, um das zu flicken. Oh nein. Also heißt es beim nächsten Mal da ordentlich Munition verbrauchen.
Da hält sich das Bein und oh, aua, aua, nee, den Arm, aber die Treppen hoch, kein Problem, das geht. Ach nee. Ja, ja, damals. Ja, damals war es auch geil, da hatte ich dann so einen Typen kennengelernt, der hat bei mir in der Stadt im Kiosk gearbeitet, in dem Kiosk, wo ich dann ab und zu hingegangen bin. Für Muttern abends immer hier, geh mir mal einen Nogger holen, ja. Oder ein Mars-Eis. Und irgendwie sind wir mal ins Gespräch gekommen und dann über PlayStation-Spiele gequatscht. Und dann habe ich halt rausgekriegt, dass das einer war, der da damals schon so Spiele verkauft hat, so für gedingst, also so gebrannte Spiele und so. Und haben uns teilweise eine halbe Stunde, Stunde am Kiosk da unterhalten. Über die neuesten Spiele und bla. Und dann habe ich irgendwann auch meine PlayStation umbauen lassen in so einem Laden da für, weiß ich nicht, 30, 40 Mark. Diesen Chip da reingelötet. Und dann haben wir mal Spiele getauscht. Ah, der Springerstecker. Juhu. Eine alte Schuttrutsche. Wollen Sie runterrutschen? Ja. Der Typ war auch cool. Der sah aus wie Wolfgang Petri so ein bisschen. No! Oh oh. Get away! Der gute Ben wird infiziert von irgendeinem Parasiten. Oh oh. Riesiges, fieses Monster. Schnell hin zu Ben. Ja. Ben! Can you still hear me? Come on, answer! Believe this. I almost got the story. Ben. Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Get that scum. Make them pay. Without him. Hang in there, Ben. My chest is burning. It's burning. What's wrong? Ein kleines Vieh aus ihm rausgeschlittert. Good God, what was that? So, Brief an den Polizeichef von Brian Irons. Polizeichef, ja, wir haben das Forschungslabor in der Villa verloren. Der Grund waren die Aktivitäten eines abtrünnigen Mitarbeiters namens Albert Wesker. Glücklicherweise wird seine Einmischung keine dauerhaften Folgen für unsere weiterhin laufende Virenforschung haben. Unsere einzige Sorge derzeit ist die Anwesenheit der verbleibenden Angehörigen von Stars. Claire, Redfield, Valentine, Burton, Chambers und Vickers. Ja, hier Claire Redfield, dann Jill Valentine, Barry Burton, Rebecca Chambers, die Sanitäterin und Brad Vickers war ja, glaube ich, der Helikopterpilot. Bevor die Beweise, die das STARS-Team über unsere Forschungstätigkeit gesammelt hat, publik gemacht werden, entledigen sie sich besser dieser Mitarbeiter und zwar auf eine Weise, die für jeden kritischen Beobachter nur nach einem Unfall aussehen kann.
Verfolgen Sie weiterhin Ihre Fortschritte und sorgen Sie dafür, dass Ihr Wissen nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Annette ist weiterhin Ihre Kontaktperson im Laufe dieser ganzen Affäre. William Birkin an den Polizeichef. Ich habe vereinbarungsgemäß den Betrag von $10,000 auf Ihr Konto überweisen lassen als Gegenleistung für Ihre Dienste diesen Monat. Die Entwicklung des G-Virus, der unseren T-Virus ersetzen soll, steht kurz vor dem Abschluss. Wenn er fertig ist, werde ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Aufsichtsrat von Umbrella berufen werden. Es ist sehr wichtig, dass wir jetzt mit äußerster Behutsamkeit weiter vorgehen. Lord Redfield und die übrigen Angehörigen von Stars versuchen ja noch immer, immer noch weitere Informationen über das Projekt in Erfahrung zu bringen. Verfolgen Sie weiterhin Ihre Aktivitäten und vereiteln Sie auf jeden Fall alle Versuche, die unterirdischen Forschungsanlagen zu untersuchen. Der nächste Brief. Wir haben ein Problem. Ich habe Informationen bekommen, die beweisen, dass Umbrella Spione ausgeschickt hat, die mir meine Forschungsergebnisse über den G-Virus stehlen sollen. Ich weiß nicht genau, wie viele Agenten jetzt darauf angesetzt worden sind, aber sie dürfen das Projekt auf keinen Fall in die Finger bekommen. Es stellt schließlich mein ganzes Lebenswerk dar. Durchsuchen Sie die Stadt sorgfältig nach verdächtigen Personen, nehmen Sie sie im Zweifelsfall sofort fest und geben Sie mir durch Annette Bescheid. Durch diese Vorkehrungen sollten wir die Gefahr in den Griff bekommen. Ich werde niemanden gestatten, meine Arbeit über den G-Virus zu stehlen. Nicht einmal Umbrella. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also der gute William Birkin. Where are you going, Ada? Hat was Neues entwickelt. Chemical Plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada, wait. Hey. Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. I'm getting out of here and heading to the sewer. I'm on my way. Can you meet me there? I'm on my way. Ja, super gut. Ja, der Polizeichef steckt also hier auch mit in der ganzen Geschichte drin. Der Boss der Polizei höchstpersönlich. Oh mein Gott. Aber das ist ja nichts Neues, ja? Wesker war ja auch so ein Verbrecherschwein. Der ja vom T-Virus-Typen Tyrant in Teil 1 ermordet wurde. Aber ist er wirklich tot? Man weiß es nicht so genau. So. So, haben wir noch ein normales grünes Kräuterli. So. Speichern tun wir nicht. Wir gehen einfach weiter und gehen jetzt durch die Tür da und hauen die ganzen Stecker da rein und dann. Ach ja, das Vieh, was wir gerade gesehen haben. Hm. Vielleicht hätte ich die Magnum mitnehmen sollen. Wah! Wah! Hilfe, Hilfe! Wah, 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 wah. Geht tot! Ja,
Ich glaube, es ist hin, oder? Ist es hin? Oh, oh, oh. Ja, er ist kaputt. Geh kaputt! Hä? Oh, oh. Was drück ich denn? Oh. Schnell abschütteln, die Viecher, komm. Ja, oh Gott. Oh. Keine Zeit, das jetzt zu überprüfen, Mann. Hau die Stecker da rein. Ach, er lebt noch. Geh weg. Mach ab, die Scheiße. Nein, wenn ich jetzt tot gehe, Alter, ich raste aus. Ich habe extra nicht gespeichert, deswegen. Ja, jetzt ist er hin, komm. Ja, jetzt. Oh. Oh nein. Wenn ich jetzt sterbe, Alter. Ich raste aus. Ich hab... Oh. Ich könnte kotzen. Ich speichere jetzt nicht. Wie geht es da rein? Ich diesen Ficker vergessen, aber alter hässlicher Wichser. Resident Evil. Ja, egal, wir machen das jetzt nochmal hier fix auf die Schnelle. Ist doch kein Problem, ist doch kein Problem. So, wo sind wir jetzt? Was haben wir jetzt? Wir haben 3 von den Steckern. Ah, wir müssen, glaube ich, nochmal die Sequenz machen, wo wir mit Ada spielen, glaube ich. Ja, ja, wenn wir jetzt rausgehen, kommt die Ada-Geschichte, die schmeißt den Schlüssel rüber. Da können wir auch diesmal gleich unten in den Autopsieraum gehen und nicht erst mal auf dem Rückweg. Ja, 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 komm, das machen wir nochmal schnell. Komm, das geht ganz fix. Das geht ganz fix. Komm. Husch, husch. Ada, husch. Ah, ne, wir müssen einmal da kurz reingehen, dann wieder rausgehen und dann kommt Ada. Ja, 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 ja. Komm, komm. Ja, 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 ja. Fuck. So, Ada, ja, komm, mach weg. Husch. Ada? Mach die Sequenz weg, Scheiße. I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. I'm with the RPD. It's a dead end. You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. Ficky fucky. Da regst du dich aber auch echt auf, wenn du wirklich mal so ein Dings ranmachst, so ein A-Rang machen willst, ja. Ohne Speichern und dann gehst du an so einer behämmerten Stelle tot. Ja, dann kannst du nochmal von vorne anfangen, weil du dann nämlich gar nicht speicherst. So, holen wir dem Ficker erstmal seine scheiß Schrotmunition. Jawohl, das kann man sich eigentlich auch sparen. Aber immerhin. Ach. Ist mich aufrecht, regt mich aufrecht, mich das so. Oh, nee. Ja, nu, mach! Diese
beschissene Karte noch mitnehmen hier. Ja, ja, ja. Nur schieb! Das könnte sogar schon direkt passen. Jetzt hüpft er hoch, du alte Kuh. Jetzt mache ich hier schnell Durchlauf. Hier wieder zack. Normal werde ich die Aufnahme wieder stoppen können. Aber ihr müsst euch das jetzt mit mir zusammen angucken, ob ihr wollt oder nicht. Ha! Da hat er gelacht. Jetzt nehme ich die Magnum mit. Da haue ich ihm gleich einen aufs Maul, dem hässlichen da. Und nehme ein Kraut mit, damit mir das nicht nochmal passiert. Schmach. Also das darf eigentlich nicht passieren. Das kann passieren, aber es darf nicht passieren. Hallo, Köterchen, hallo. Gott, oh Gott, oh Gott, ist das peinlich. Du schmeiß ihn das Zeug rüber, du alte Kuh. Leon, can you hear me? Nein. Ada, did you find anything? Nom. Right here. Think fast. Here's one more. Hey, I can't reach the ventilation hole. Ja, ist I'm gut. Going to have to find another way around. Tschüss. I'll catch up with you ja. Later. Ada. Wait. What? Ada, wait! Ada, hallo. Heb auf den Rotz jetzt. Mach endlich. Wie es mich aufregt jetzt, echt. Einem Profispieler wie mir. Und da läuft so ein Noob-Fehler. Das passiert doch sonst nur dem Pain. Ach nee. Nun geh doch tot! Komm her!
Na! Hinlegen. Na, wo ist da noch einer? Hier. Wo? Wer? Und noch einer. Oh. Na, lebst du noch? Ah, da kommt noch einer. Komm her. Oh, ich reiß dich ab. So. Feierabend. Gott, 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 Gott. Spannung. Riesenwaffenkammer, Alter. Eine Packung Schrot und zweimal Dingens. Kann ja nicht sein. Das war eine Verarschung. Laber nicht, nimm die Tasche mit. So. Ja, jetzt holen wir die Magnum, labern, da, lesen die Reporter. Ich lese jetzt nicht nochmal vor, ja, wir haben das ja alles schon. Ja, komm schnell. Her. Zettel her. Alles interessanter Scheiß. Schon gelesen. Mach. Das Gute ist jetzt, wir brauchen uns keine Sorgen beim Platz machen, weil wir die Tasche jetzt halt schon vorher geholt haben. Beim letzten Mal sind wir ja erst oben gewesen und dann musste ich nochmal runter, ach, weil ich da den vergessen habe, in den Autopsieraum zu gehen mit dem Schlüssel. Jetzt machen wir quasi einen kurzen Speedrun-Abschnitt, weil wir das ja wieder nachspielen müssen, was ich eben verdaddelt habe. Dann nehme ich jetzt auch den Film mit. Ich glaube, jetzt haben wir auch den Platz dafür. Dann können wir den bei Zeiten nochmal entwickeln gehen. Schnipp-schnapp. Ja, weg damit, weg mit dem Scheiß. Mann, Scheiß, schwer WhatsApp, Alter, das regt mich auf. Du hässlicher Mann! Oh. Drück doch drauf.
Ja, der andere Nexus fragt im Chat, wie geht's denn so, Herr Pink? Ja, mir geht's hervorragend. Wie war denn Ihr Super Cup gestern? Lief hervorragend. Tausende Zuschauer, die Menge tobt. Gibt's da Worts zu? Ich würde es gern sehen. Ohne Scheiß, jetzt würde ich gern sehen. Achso, den Film müssen wir noch mitnehmen. Ich würde sagen, den gucken wir uns jetzt auch gleich mal an, weil wenn wir das jetzt hier schon haben, den Platz, dann nutzen wir den noch aus, nehmen den Film mit und machen jetzt das, was wir vorhin halt nicht gemacht haben, nämlich den Film entwickeln und angucken. Wir haben ja den ersten Film schon gesehen, wo ein Mensch in einer Reagenzvorrichtung mit dem G-Virus infiziert wurde. Und jetzt gucken wir uns mal den Film B an. Oder vielleicht ist es ja auch Film C und Film B wird noch gefunden. Ich weiß es nicht, es ist sehr mysteriös. Lillekanin gegen Goody im Finale und Lillekanin hat gewonnen. Cool. Und wie viele Zuschauer habt ihr so gehabt? Spitze und Peak, also Peak und Unique. Das würde mich interessieren. War meine dritte Dose Energy heute. Fängt sie langsam auch alles an zu drehen. Bin eine koffeinempfindliche Person. Ist wirklich so. Wenn ich morgens auf leeren Magen eine Dose Energy trinke, dann sterbe ich fast. Dann kriege ich Herzkabaster wie sonst nicht was. Ohne Scheiß. Lacht jetzt der eine oder der andere sicherlich, aber es gibt halt solche Leute, die vertragen das nicht. Ich kann auch keinen Kaffee trinken. Jedenfalls, ja gut, koffeinfreier geht, aber wenn ich starken Kaffee trinke, dann denke ich auch, ich fliege gleich. Ja, ja, manche sind da sehr empfindlich bei Koffein. So, Fotolabor, Film B. Dum, 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 dum. Oh, eine tote Leiche, Film B. Abgebildet vor der Schneiderei Arukas. Rückbildung in einen Zombie innerhalb von 2 Stunden. Das Zielobjekt klagte wiederholt über große Schmerzen der Epidermis. Außerdem heftige Übelkeit bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Zielobjekt das Bewusstsein verlor. Bild von Ben Bertolucci. Ja, Ferrock ist gerade bei mir im Chat und fragt, wie? 30 bist du auf keinen Fall, Millionär auch nicht. Was ist denn das Geheimnis? Ich bin 30. Ohne Scheiß. Was hättest du denn gedacht, wie alt ich bin? 50? Oder vielleicht sogar 70? Ich werde diesmal jetzt auch abspeichern, Leute, ja, bevor ich dann gleich zu diesem Mini... dieser Mini-Boss da gleich kommt. Und werde dann auch da wieder das Wort beenden und dann gleich aber weitermachen und den nächsten Teil beginnen, ja. Ja, für alle, die jetzt live am Stream halt schauen, die fragen sich, wie, was, wo, was, wie, ein Cut machen für ein Wort. Ja, ich spring das doch noch auch auf YouTube, Leute, Mensch, das ist doch ein Retro-Let's Play, Alter. Ja, und damit das nicht immer so lang ist, mache ich da so eine alle Stunde immer ein Päuschen in der Aufnahme. ER15? Ach so, ja, gut, wenn du meinst. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ach so, hoch. Ja. Dim, 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 dim. Wollen Sie die Leiter hochklettern?
Oh. Schön auf die Fresse. Schön Shotgun gefrühstückt. Oh oh. Oh. CPU ist gegen den Low Master ausgeschieden. Ja, das passiert schon mal. Wenn man selber auch nur Low Master ist, dann kann das schon mal passieren. Ach, hier diese. Shining, ja, ich will drauf drücken, oder was? Schwuppdiwupp. So. Und da fragt er sich, warum er gebannt war. Zack, gleich wieder gebannt. Hui! Schapeng! Und den Staub abgeputzt. Ein Riesenauge im Arm. Uiuiui. Schnell hin zu Ben, Junge. Ben muss geholfen werden, der Ärmste. Heilungsspray drauf und alles ist wieder gut. Ben! Ja, jetzt sind wir ja quasi wieder an der Stelle, wo ich eben verreckt bin. Ich speichere diesmal dann noch ab. Damn! I don't believe this. I almost got the story. Ben. Ja, ja, ja. Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Get that scum. Make him pay. Make him pay. Hang in there, Ben. Oh, my chest. It's burning! What's wrong? Good God, what was that? So, den Brief haben wir eben auch schon gelesen, ne? Da sieht man ja, dass auch der Polizeichef ein Schmarotzer, Betrüger, Verräter, Schwein ist. So, und hat ja Post von William Birkin gekriegt, der scheinbar der Typ ist, der diesen G-Virus entwickelt hat. To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada, wait. Hey. Hey. Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot.
I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. So. Runter da mit dir. Was? Ja, das schüttelst du mit dem Kopf, Junge. Das kann ich auch nicht verstehen. Macht er sich wieder in die Hosen wegen so einem scheiß Spinnilein. So, jetzt folgendes. Jetzt holen wir die Stecker, speichern einmal ab, dann beenden wir wieder genau an der Stelle hier das VOD, den Teil Nummer 3. Dann machen wir gleich weiter mit Teil Nummer 4, direkt an dieser Stelle. Und das ist gut. So, schon mal die Steckers mitnehmen. Hätte ich auch später machen können. Ein Kraut nehme ich mit, das muss reichen. Also Leute, wie gesagt, für alle, die jetzt auf YouTube geguckt haben, ich bedanke mich bis hier immer wieder fürs Zusehen. Ich würde natürlich gleich wieder weiterspielen, weiter aufnehmen und dann hauen wir den komischen Otto da, der mich eben gerade umgebracht hat, den wollen wir jetzt über den Jordan hauen, über die Planken schlagen oder in die ewigen Jagdgründe schicken oder was weiß ich. Also Leute, wir sehen uns wieder bei Teil 4 Resident Evil 2 Retro Let's Play. Geile Geschichte, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, tschüss, auf Wiedersehen.